So, wir machen heute mal relax. Erstmal gucken. Schlanke ist 7 Punkte. Ah, da brauchen wir noch 2 Levels, ja, aber keine Kohle. Und kein Stuff. Ja, auf jeden, naja, bestimmt nicht. Aber gehorsame. Mich bei Balder melden. Wir versuchen das mal. Frag mich auch, was da passiert. Was kommen, wir laufen da jetzt einfach hin. Was soll's. Oder wir gehen aber besser. Wir müssen hier noch was questen. Also beim letzten Mal ist er besser gefallen. Die Alps da übernommen. Ja. Aber das ist so furchtbar schrecklich laut, die Umgebungsgeräusche. Stimme ist eigentlich nur laut. Effekte sind auf 70. Musik höre ich auch noch. Stimme will ich voll. Hilft nur eins. Ach, hier ist auch schon auf 90 runter. Naja. Hässlich. Oh, komisch, der war uns im Wort, der ist ganz nett. Ah, toll. Ups. Ja, nee, vergiss es. Ciao. Könnt ihr mir helfen hier? Ich hoffe, ihr seid unsterblich. Hallo? Hallo? Toll, jetzt habe ich keine Erfahrung gekriegt. Den machen wir platt. Ja, mach mal. Viel Spaß. Ich hoffe, ich hau hier keinen von meinen Kollegen. Haha, und Erfahrung gekriegt. Kackvieh. Danke, Jungs. Ich versuch's dann nochmal. Ich bin dann wieder weg. Bis gleich. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Genau, eine Art besser hin. Wäre hier so geradeaus. Wenn wir da ein können, da hinten sind ja schon die Kuppeln. Ja, man relaxt. Ich geh einfach nach besser rein, schnack mal mit allen. Gucken, was so Sache ist. Ups, was hat denn da?
Werde ich wahrscheinlich nie benutzen, weil... Oh! Jetzt habe ich es hier. Hier habe ich es. Da ist die miese Katze. Zeig dir die Zeit ein. Ja, nee, ist klar. Warum? Stirb endlich. Oh, Scheiße. Ciao. Ich muss irgendwie an der Kamera arbeiten. Wenn man jetzt auch guter Esser. Oh, die spucken, guck mal. Schön. Nicht spucken. Jungs, bin dann mal wieder da. Könnt ihr noch mal? Hallo. Verdammtes Mistvieh! Okay, danke Jungs. Bis gleich. Die haben aber nicht zu den hohen Wölfen für Jonesy gezählt. Mann, Mann, Mann. Will er jemals ankommen? Oh, guck mal. Kein Wunder, dass hier so viele Monster waren. Mit so viel Klopapier wie hier rumliegt. Warte mal, hier haben wir noch eine Miezekatze gehabt, die wir umgehauen hatten. Ja. So. So, mal sehen. Oh nee, ne? Guck mal, wie genug Ausdauer haben. Kann doch nicht angehen, warum kommen denn immer mehrere? Oh. Will die Steinklaue haben? So, jetzt ist mir alles egal. Ich versuche mal Kuh. Jetzt haben wir Kuh. Ne? Oh, ich wollte weglaufen. Ich hätte nicht weglaufen sollen. Ah, da habe ich mein ganzes Aschstamina reingeballert. Und dann war ich Toto. Ja, relaxed von wegen. Mann, 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 Mann.
Ja, mit zwei und so einer kleinen Rüstung das Ganze voll vergessen. Naja, fuck die. Das ist einfach noch nichts für uns. Hier, die ganzen Monster platt machen. Wie gesagt, diese ganzen, die Spezialangriff kostet ja auch Energie und dann macht nicht mehr Schaden, als wenn ich einfach den normalen Angriff durchziehe. Also es ist im Grunde egal, ob man halt Q drückt oder nicht. Permakampfmusik, wie üblich. Das wird besser, wenn es dann irgendwann nur noch Unholde und Oger und was nicht alles gibt. Weil die dann weniger sind. Die haben dann weniger Radius. Also ich fand das Spiel im späteren Zeitpunkt entspannter. Das raschelt mir. Aus dem einfachen Grund, weil es weniger Monster gab, dafür größer. Bewacht. Luftdruck und Temperatur im normalen Bereich. Okay. Ist das ein Rucksack? Nein. Okay, keine Körper. Kann ich glaube ich sowieso nicht. Haben wir hier schon? Was soll's? Jo. Das ist nur ein kleiner Heiltrank wieder erschien. So. So, besser. Also mit der besser ist es so, na, will ich noch nicht sagen. Ich versuche mal was. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, Ziel ist es, dass er besser nicht in die Hände der Alps fällt. So. Das Spoiler, ey. Wie ich das machen kann, weiß ich nicht. Müssen wir mal sehen. Deutlicher sage ich das nicht. Ist das dein Ernst? Achtung, Gefahr. So nicht. Extremer Anstieg. Gefährlicher Energielevel. Ich fühle mich damit wirklich schlecht. Sofortiger Rückzug empfohlen. Ich nehme an, du redest von der Kuppel. Verrückt. Die wird schon halten. Wer soll denn damit rechnen? Von Commander ignoriert. Setze Routine fort. Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Was? Alter, meint die Kuppel? Wie kann das sein? Klauen wir uns das mit? Wir sehen uns später. Ja, kacke. Steht hier einer? Nö. Schätze mal der. Schätze ich mal fies der und dann fies das wieder der. Nichts. Ah, goddammit. Okay, wir hatten hier angefangen.
Dann den, dann die beiden und dann das. Zu einfach. Oh. Standgesetzter Granatwerfer. Ja, wenn man falsch klickt und setzt, dann benutzt er die Möbel. Und Stim, die können wir eh nicht. Also die können wir schon benutzen, aber wenn man kein Outlaw ist, dann bekommt man nur 50% Erfahrung zum Beispiel. Das glaube ich ja nicht. Zu viele Ohren, die zuhören. Nee, oder? Hunter ist der Einzige hier. Willkommen im Lager der Unreinen. Halt, du gehörst doch zu diesen verkackten Klerikern, oder? Wir sind hier wegen euch, weil ihr euch die Kuppelstadt unter den Nagel gerissen habt und uns nicht mehr reinlasst. Unsere Zeit wird kommen und ihr werdet euch noch wundern. Und jetzt verziehe ich zu deinen reinen Brüdern und huldigt eurem Kalan. Wir wollen euch hier nicht. Wenn nur die Alps nicht wären. Ist sie wirklich so leichtgläubig? Ist das dein Ernst? Also muss man mal sagen, jo. Nee. Letztes Mal war das unser bester Kumpel sozusagen. Wir müssen jetzt... Und letztes Mal kamen wir auch nicht in die Stadt, aber er hat recht, wir sind ja Kleriker, vielleicht kommen wir da einfach so rein. Ohne irgendein großes Tara. Ich kann es mir nicht vorstellen. Du musst ja sagen, tu. Halt! Keinen Schritt weiter! Ohne gültige Zugangskarte wird niemand mehr in die Stadt gelassen. Beantrage Zugang. So einfach ist das nicht, leider. Du darfst sogar rein, aber ich nehme an, ohne dein Herrchen da, gehst du sowieso nirgendwo hin. Tja, es tut mir leid. Aber zumindest ist er nett. Wie steht es um die Truppenbewegung der Alps? Wie steht es um Truppenbewegung der Alps hier in der Gegend? Tja, hier in Abessa ist eine Menge los, kannst du dir vorstellen. Was vor allem daran liegt, dass wir uns hier so nah an Xakor, dem Eisland im Norden, befinden. Mich interessieren vor allem die Elexitoren. Jetzt, wo du es sagst, Elexitor Kallax ist vor ein paar Tagen mit seinen Soldaten und einer Truppe Kampfmaschinen hier vorbei Richtung Norden gezogen. Keine Ahnung, was er hier wollte, aber er schien sich nicht für unsere Stadt zu interessieren. Kallax zog in den Norden. Wie lange ist das her? Ich sagte ja, ein paar Tage. Er ist mit Sicherheit schon wieder in der Hauptbasis der Alps, im Eispalast oben in Xakor. Warum interessiert dich das? Du bist doch nicht so lebensmüde und willst es mit den Elexitoren aufnehmen, oder? Nein, ich bin noch nicht so weit. Aber es ist gut zu wissen, was der Feind vorhat und wo er sich gerade befindet. Oh Mann, noch so ein Spinner mit Heldenkomplex. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. Komm mir bloß nicht zu nah. Hör mal. Ich bin Kleriker, lass mich durch. Ich bin Kleriker, lass mich durch. Ein Bruder Kalans. Willkommen in der Kuppelstadt. Es tut gut, mehr reine Menschen in der Stadt zu wissen. Diese Stadt ist ein Pulverfass und wir Kleriker versuchen alles, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Wir können hier jeden weiteren Mann gebrauchen. Hier hast du deine Zugangskarte. Du solltest wissen, dass die Stadt kurz vor dem Untergang steht. Die Outlaws versuchen, die Macht an sich zu reißen und die Alps bedrohen sie ebenfalls. Auch wenn die Stadt als Refugium vor dem Krieg gedacht ist, können wir es nicht riskieren, mehr schädliche Elemente hineinzubringen. Denk also dran, dass du immer im Sinne Kalans handelst, wenn dich hier jemand um einen Gefallen bittet. Sonst könnte diese Stadt dem Chaos verfallen. Es gibt allerdings einige Regeln, über die ich dich informieren muss, bevor du rein darfst. Zum Ersten solltest du dich von den Generatoren fernhalten. Dort hat niemand außer den Technikern etwas zu suchen. Wenn du jemanden triffst, der sich illegal in der Stadt aufhält, meldest du ihn am besten bei uns. Erich wird sich um solche Fälle kümmern. Nur wenn wir alle zusammenhalten, können wir den Frieden in der Stadt wahren. Außerdem bin ich noch verpflichtet, dir mitzuteilen,
dass wir, die Kleriker, nicht die Herren der Stadt sind. Im großen Konzil wurde festgehalten, dass die Kleriker diejenigen sind, die für die Unabhängigkeit der Stadt garantieren sollen. Jeder ist hier willkommen. Auch wenn du nicht dazu verpflichtet bist, so möchten wir dich doch dazu anhalten, auf das Wort unserer Suggestoren zu hören. Das war's. Du kannst jetzt passieren. Boah. Was denn noch alles? Also wir sind nur die Polizei, wir sind nicht die Hausherren in der Stadt. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir haben alles unter Kontrolle. Aber dass wir jetzt sogar schon Alpseparatisten in die Stadt lassen, widerstrebt mir. Auch wenn die Stadt eine Zuflucht für jeden sein soll und ich meine Befehle habe, bin ich damit nicht einverstanden. Es sind Separatisten in der Stadt? Ja, so hab ich auch reagiert. Sie behaupten nicht mehr zu den Alps zu gehören. Aber diesen unreinen Wesen kann man nicht trauen. Einsperren und auf Elex-Entzug setzen, so lange bis sie nur noch Gemüse sind. Das sollte man mit ihnen machen. Man munkelt, sie hätten ihr Hauptquartier irgendwo im Osten von Abessa. Eigentlich müsste man sie aufspüren und den ganzen Laden aufräumen, wenn du mich fragst. Nur ein toter Alp ist ein guter Alp. Wow. Du hast das Konzil von Magallan erwähnt. Richtig. Wenn du mehr darüber wissen willst, sprich mit Alois. Ich habe noch nie großartiges Interesse an der Vergangenheit gehabt. Wer ist Alois? Alois ist der Judikator, der den Vorsitz über die Stadt hat. Du findest ihn im großen Raum in der Burg. Nicht zu verfehlen, da wo die Generatoren drin sind. Wo finde ich Erich? Geh einfach den Weg geradeaus in die innere Burg. Dort solltest du auf ihn treffen. Oh ja, da ist genug. Da ist genug, ne? Ich hoffe nur, die Outlaws versuchen hier keinen Plauschangriff. Ich meine Lauschangriff. Hm. Oh, Energiezellen. Kann ich hier alles mitnehmen in der Stadt jetzt als Kleriker? Ist ja schon so ein bisschen Unterdrückung, ne? Also wir haben hier die militärische Gewalt. Und die Flüchtlinge, die müssen sich uns fügen, sonst fliegen sie raus. Und kriegen keine ID, oder kriegen erst gar keine ID-Karte. Aber naja. Irgendwer muss ja für Ordnung sorgen, ne? Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Eingang und da steht nochmal eine andere Wache jetzt. Beim letzten Mal musste ich den... Naja, ja mal. Ganz dampft einschlafen lassen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Mal fragen. Wie ist die Lage in der Stadt? Die Stadt steht kurz vor der Explosion. Outlaws, Berserker, Kleriker. Alle auf einem Haufen. Ich sage dir, das wird nicht mehr lange gut gehen. Man sollte sich gut überlegen, wem man hier einen Gefallen tut und wem nicht. Besonders diese verdammten Outlaws überall gehen mir auf die Nerven. Du scheinst Outlaws nicht leiden zu können. Wundert dich das? Wir haben viel zu viele von ihnen in der Stadt. Sie machen nichts als Probleme. Und draußen vor der Stadt auf dem alten Hof hängen schon wieder ein halbes Dutzend von ihnen herum. Ich wünschte, irgendjemand würde sie einfach vertreiben. Wenn du verstehst, was ich meine. Du willst, dass die Outlaws vor der Stadt sterben? Wow, wow, wow. Immer langsam. So habe ich das nicht gesagt. Auch wenn ich es bestimmt nicht schade fände, wenn sie keinen Ärger mehr machen würden. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Ah, warte mal, wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Von welchen Outlaws redest du genau? Von welchen Outlaws redest du genau? Du bist ihnen bestimmt schon begegnet. Sie sammeln sich östlich von hier auf einem der alten Höfe. Gar nicht weit von der Stadtmauer entfernt. Wenn der Preis stimmt, werde ich mich um die Outlaws kümmern. Von einem Kleriker hätte ich nicht erwartet, dass du eine Bezahlung verlangst. Aber bitte, die Bezahlung sollte kein Problem sein. Geh einfach zu den Outlaws und bring mir ihre Köpfe. Dann bekommst du deine Bezahlung. So heftig. Du willst ihre Köpfe? Bei Kalan, nein. Was soll ich denn mit ihren Köpfen? Das habe ich nur so gesagt. Sorg einfach dafür, dass die Outlaws verschwinden.
Und lass dich bloß nicht auf einen Handel mit ihnen ein. Sonst kannst du deine Belohnung vergessen. Der macht doch so Redewendung und das kommt aber so was. Weitergehen. So was? Ich soll denen die Köpfe abschlagen? Oh nein, darf ich das nicht mal. Ich weiß nicht. Wir haben voll Mana, wir könnten diese Vakuum-Dinger da versuchen. Einfach mal antesten. Um ehrlich zu sein, ich habe ja letztes Mal Outlaw gespielt und die sind sehr eigennützig. Also die ist mehr so eine Schicksalsgemeinschaft als eine Fraktion. Die Kuppelwache Gustav schickt mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie uns tatsächlich in die Stadt lassen. Also was will er von uns? Er will, dass ihr von hier verschwindet. Das kann er vergessen. Wenn er will, dass wir abhauen, dann muss er uns schon töten. Wir gehen nirgendwo hin. Wenn er will, dass wir verschwinden, soll er gefälligst selbst herkommen. Sag ihm das. Jetzt bin ich überlegen, wenn er schon so sagt, war bloß kein Deal, ob wir hier friedlich rauskommen? Gesundheit. Oder sind wir voll der Arsch? Ich sage ihm gar nichts. Entweder ihr haut ab, oder ihr sterbt jetzt. Wie du willst. Zieh deine Waffe, du Wurst. Mit dir mache ich kurzen Prozess. Greift jetzt noch einer? Jetzt gibt's auf die Fresse. Natürlich nicht. Oh, ich muss weglaufen. Also das dahinlaufen, das ist nicht so gut. Wir haben aber gute Resistenzen dagegen. Einfach weil ich überleben die Resistenzen, glaube ich, gepusht habe, nehme ich weniger Schaden als die Outlaws von dem dort. Hunter. Ah, noch mehr. Mitten die alle. Da war eine. Hier war eine. Keine Ahnung. Oh, da ist noch einer. Ah, oh, siehste? Ich wusste, da war noch einer. Die sollen aber schon tot gewesen sein. Na gut. Ich werde auf jeden Fall Anti-Outlaw hier spielen, 100 Pro. Das will ich aber nicht spoilern. Oder kann man eigentlich, weil passiert ja nicht. Das, ja, kommt ja gleich noch. Wegen den Outlaws vor der Stadt. Ich würde denjenigen, der sie zum Verschwinden bringt, auch großzügig entlohnen. Die Outlaws sind erledigt. So habe ich das gerne. Wie versprochen, deine Belohnung. Und wenn sich wieder mal ein paar Outlaws hier einnisten, komm zu mir. Ich möchte informiert bleiben, was hier vor der Stadt passiert. Es war schön, mit dir Geschäfte zu machen. Wir sehen uns. Okay.
Okay, das war nicht schlecht. Wir sind noch nicht mal in der Stadt. So. Diebe. Bewohner der Kuppelstadt, die akute Serie von Diebstählen mahnt zur Wachsamkeit. Darum haltet euch an die Weisung der Obrigkeit. Lasst eure Wertsachen nicht unbeaufsichtigt, traut keinem Unbekannten, meldet alle verdächtigen Aktivitäten. Wer sich mit Dieben gemein macht, wird bestraft. Alois, Stadtverwalter. Okay. Halt, oh, wir hatten Level Up, ne? Fast wieder eine. Gucken, wie weit wir kommen. Oh, ein Punkt. Gah. Du bist nicht aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee, ich war vorher im Tal, hab mich aber versteckt in einer Kiste den Aufzug hochtransportieren lassen. In einer Kiste? Ja, und es ist den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Du hast vielleicht ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Können, mein Lieber. Und wie ging es dann weiter? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Lust auf ein Bier? Klar doch. Na dann, mir nach. Ach, cool. Ich nehme das mal ein Zeichen. Ja. Ich weiß auch nicht, soll ich hier jetzt schon ganz... Aber wir müssen jetzt praktisch jeden einzelnen anschnallen. Lesen wir mal das Flugblatt. Eine Last der Kleriker legt fest, dass jeder, wer hat das geschrieben? Bewohner Werner von Abeser sich ab sofort freie Rationen bei York abholen kann. Gezeichnet die Kleriker. Kleriker. Wurde ja in der... Und da gibt es dann einen großen Ansturm bei den Klerikern und die sagen, nö, das ist nicht wahr. Riley. Hast du was verloren? Du klaust hier nicht und... Scheiße. Na, nee, boah. Wollen wir nicht. Lesen wir das Flugblatt. Du bist aus Goliath hierher geflohen, oder? Nee, ich war vorher im Tal, hab mich aber versteckt in einer Kiste den Aufzug hochtransportiert. Lassen. In einer Kiste? Ja, und es ist den Idioten noch nicht einmal aufgefallen. Du hast vielleicht ein Glück. Mit Glück hat das nichts zu tun. Können, mein Lieber. Und wie ging es dann weiter? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Lust auf ein Bier? Klar doch. Na dann, mir nach. Oh, wir stinken. Jetzt sitzt er da. Ist hier auch was Interessantes? Metallschrott. Möchtest du zu mir? Eisenerz? Ne, ich guck mich nur um. Oh, oh, oh. Wo ist er denn? Zu einfach. Und? Nö, der hat nicht geguckt. Der guckt immer noch nicht. Mal speichern. Halt aufgegeben hier. Ja. Oh, oh, oh. Hast du was verloren? Nö, aber du. Blauer Stein, das ist wichtig. Müssen auf jeden Fall mehr Handwerk lernen noch. Plasma. Ja, lass mal mit Riley reden. Was der zu sagen hat. Hallo. Hey, du.
Du bist der neue Kleriker hier in der Stadt, oder? Von euch gibt es ja nicht so viele. Und es ist immer gut, sich zu merken, wer hier etwas zu sagen hat. Hör mal, ich habe ein Angebot für dich. Ich bin auf der Suche nach kaputten Energiewaffen, Kettenschwerter und dergleichen. Denn seit ich die Wüste verlassen habe, ist es für mich schwer geworden, an das Zeug zu kommen. Was ich damit sagen will, ist, wenn du etwas findest, bring es zu mir. Ich mache dir gute Preise. Bist du aus der Wüste geflohen? Geflohen? Nein, mein Aufenthalt hier ist nur konsequent. Die Wüste ist zwar meine Heimat, aber da wartet auch ein ganzes Heer an Arschmaden, die mir das Leben schwer machen. Hier kann ich mein Talent besser einbringen als beim Duke. Welches Talent? Ich kann aus einem Satz Schnürsenkel, einer Büroklammer und Kleber alles fertigen, was man braucht. Natürlich nur, wenn mir keiner in die Arbeit reinquatscht oder mir sonst wie an den Kragen will. Was in der Kuppelstadt leider Alltag ist. Seit die Berserker sich immer breiter machen, fliegen die Fäuste. Einer dieser Kerle hat sogar meiner Gefährtin den Schädel eingeschlagen. Und jetzt hat dieses Schwein es auf mich abgesehen. Helfen will mir natürlich niemand. Haben allesamt die Hosen voll. Welcher Berserker macht dir Probleme? Brabak, ein Bulle von einem Mann und zweimal so hässlich. Aber wenn er austeilt, kannst du deine Knochen neu sortieren, sofern du überlebst. Wegen Brabak. Wo treibt er sich herum? Meist hält er sich in der Nähe der Kneipe auf. Folge einfach deiner Nase. Wenn es nach Pisse riecht, bist du richtig. Okay, es gibt eine Sache, die sind schlimmer als Outlaws und das sind Berserker. Überlass ihn mir. Das halte ich für keine gute Idee. Da du den Klerikern angehörst, will ich nicht, dass du ihm zu nahe kommst. Nachher bekommst du mit deinen Leuten Ärger und dann fällt mein Name. Das Risiko ist mir entschieden zu groß. Lass uns handeln. Alles klar. Ja, die Felle und so weiß ich nicht, ob wir die brauchen, um ehrlich zu sein. Oder Knochen können wir Knochensuppe bauen. Das brauchen wir. Und die Schriften brauchen wir auch und die bringen auch nicht viel. Die Ritten können eigentlich immer weg. Das ist ein Stim, den brauchen wir eigentlich nicht. Aber behalten wir mal. Ja, ich mach mal hier Pause.